Oh, der Wurm. Die machen ja richtig gut Schaden. Wurm? Die Erde vibriert auf jeden Fall. Oh, Meteoranschlag. Von oben. Was macht ihr da? Die Mause kommt her, macht euren Job. Geld. Der muss erst, oder muss das RAM wieder? Ui. Die machen auch richtig gut Schaden, ne? 36. Und kräftig, glaube ich. Bin mal gespannt, wie das ist. Oh, Vorsicht, Vorsicht, lauft, lauft, lauft! Nee! Mann, was machst du da? Bombenstimmung. Ich war's. Ich merk das schon. Oh, hier ist noch ich so meine Fledgling. Ja, den Kleinen kannst du so schnell töten, geht. Ja, ich lasse das meine Fledermaus machen. Wenn ihr zum Beispiel Fackeln macht und Shift-Links-Klick macht, dann könnt ihr mehr erstellen, ne? Oder ihr macht halt SCG, da macht ihr halt voll. Hm. Was nochmal? Sorry, ich war gerade Brainer. Ich sag mal, wenn du Fackel machst, mit Schimpf machst du 3 Stück und wenn du mit STRG machst, dann machst du komplett bis in die Endlichkeit. Er war mal wieder Brainer AFK. Oh, da schießt schon jemand. Eieiei, da sind schon meine Lieblingsfreunde. Welche denn? Ich hab mal ein paar gemacht. Ganz unten. Aber ich brauch dafür mehr. Achso, ja. Geh weg da. Kann ich die mit Inventar machen? Nee, kann ich nicht. Nee, diese Brücken kannst du leider nicht. Bleibt da so stehen. Ich habe gerade in so ein Inventar geguckt, deswegen stand ich da. Hier ist so ein Teppich. Guck mal. Okay, sorry. Hier. Tschüss. Man kann auch mit den Blöcken bauen. Ja. Alter. Alles machen. Alter. Ich hab eine Wasserwelt einfach gebaut. Ich habe bis zum äußersten Kreis einfach alles unter Wasser gesetzt. Ehrlich jetzt? Und dann Inseln gebaut. Ja, ich hatte Langeweile. Ja. Kann euer Talentpunkt verfügbar in Laufen? Warum frage ich mich das eigentlich? Aber jetzt suche ich mir hier einen Weg aus, oder was? Da kann ich jetzt nur eins von den zwei machen. Genau. Raktü, Raktü. Attenschritt. Kurzfristige Ausweichenchance nach dem Stillstehen. Oder kurzfristige Bewegung. Oh, ich bin tot. Leck mich alle pushen. Warum bist du tot? Ja, weil ich schon wieder übermütig war. Bei den Freunden. Gibt's für Ausweichen einen speziellen Knopf irgendwie? Keine Ahnung, benutze ich nie. Gibt es bestimmt. Ja, nee. Ich glaube, Ausweichen ist automatisch drin. Ne? Ich habe ein Auto. Okay. Und meistens nur Say-Controller. Hi, Jace. Jace, moin. Schön, dass du da bist. Wir sind hier gerade in, wie heißt das? Core Keeper. Hast du direkt wieder vergessen. Blicke, da gibt es gerade ein gratis Wochenende. Also, falls du da auch mal reinschauen möchtest, gönn dir. Geiles Game. Sehr, sehr geiles Game. Ich mache, glaube ich, erstmal hier Ausdauer mehr hoch. Tag fertig. Ich hab mal Bergbau weiter hochgemacht. Also wenn ihr sterbt, eure oberste Leiste bleibt bestehen, alles andere bleibt im Grabstein. Okay. Die Inventarleiste meinst du? Genau. Oh, stell ich mal den Grabstein hin. Und Monster spawnen einfach so, das spawnt ja auch in der Dunkelheit oder wie kann ich spawnen in der Dunkelheit? Na, es gibt zum Beispiel Teppiche. Was ist Teppich das Beispiel, denn? Das Slime-Teppich und Dunkelheit sowieso. Auf den Teppichen und auf der Dunkelheit spawnt immer was. Genau. Okay. Was habe ich denn hier gefunden? Ist auch ein Grabstein. Na, irgendwie so ein Tier. Ja, das sind die neuen Tiere. Gibt vier. Das ist ein Bergbau. Drei weiß ich auf jeden Fall. Die kannst du eincachen und musst füttern. Aber das lohnt sich noch nicht. Oh, meine Metasphäre. Haltbarkeit. Ja, ich mache erstmal hier mehr Schaden. Ich würde ruhig mal gucken, was da drunter ist. Meinst du im Skilltree? Genau. Ja, ich will da jetzt noch nicht. Ich will ein bisschen abwarten, noch, wie es sich dann entwickelt, was ich am liebsten skillen möchte. Weil, wenn ich nur einen Weg wählen kann, möchte ich ja schon einen guten Weg wählen. Habe ich so das Gefühl. Foliant der Dunkelheit habe ich gefunden. Sehr geil. Ja, so einen habe ich. Auf Stufe 2. Was hat deiner für eine Stufe? Stufe 2. Kannst du den auch einfach verwenden oder ist das schwer? Nein, kann jeder verwenden. Du hast jetzt nur einen Starter-Equipment. Sehr cool. Ah, okay, das ist keine richtige Klasse, sondern nur Starter-Equipment. Verstehe. Weil, also wenn du Trophäen spielst, brauchst du alles auf 100 und Angeln ist das Schlimmste. Habe ich immer noch nicht. Oh. Ja, gut. Es gab mal eine Mod, die hieß Auto-Fishing. Da ging das einfach. Warum wundert mich das nicht, dass es so eine Mod gab? Ich hasse Fischen. Warum Fischen ist das Schlimmste. Aber Games. Warum wundert mich das nicht? Ich hab's in WoW auch gemacht mit Autofishing. Weil Fischen scheiße ist. Jace, for you in English again, setz Corekeeper. Hier, setz the name Corekeeper. It's a free weekend.
can play that for free. It's very nice. Muito grande. Ja, das war Spanisch, aber... Ich darf hier nicht Englisch reden hören, ich kriege einen Anfall. Magst du Englisch nicht, oder wieso? Ich muss dich mal wieder ein bisschen lauter stellen. Irgendwie bist du mittlerweile super leise. Bist du weiter von deinem Mikrofon weggerutscht, oder was? Weil ich rauche nebenbei und Nase. Ach so. Seit wann rauchst du eigentlich? Schon seit 5 Jahren. Wegen meinem Stresslevel, sonst kriege ich Aggression. Oh, sorry, Stresslevel. Sag mal nochmal was. Besser? Ja. Ja, ich mach mal so. Das passt, glaube ich, jetzt. Weil das also, ich Sand finden. Sand habe ich dabei. Genau, da, dann kommst du mal in eine Base. Und in der Kiste habe ich auch schon welche reingelegt. Genau, dann können wir Glas schmelzen schon. Einfach in den Ofen auch rein? Ja, habe ich gerade hingestellt, einen Glasspreizofen, dass wir schon mal Glas durchschmelzen für Pots. Ja, Sand hast du schon eben aus den Kisten genommen, ja. Wahrscheinlich, ne? Si, hombre, si, si. Bin ich hier auf dem richtigen Weg? Weil du es ja so spät gesagt hattest. Ist das der Orangene hier? Hm. Ein ordentlicher Brennofen. Nee, hier ist ja auch noch Sand drin. Nachher riesengroß. Genau, da ist auch noch Sand drin gewesen. Also schmeiß ich das mal rein. Eine riesengroßen Base. So, ich repaire mal meine... Rein damit. Hatte ich schon gemacht, aber lohnt, ich verstehe das gerade mit dem Kochofen. Wie viel Haltbarkeit lohnt sich das, die Spitzhacke zu reparieren? Bis kaputt ist. Ja, immer kaputt machen und dann reparieren. Ja. Okay. Gut, dann spare ich mir das. Also Zendos, dieses Programm, die Stream Together, ich habe 129 Nachrichten von Twitch wegen dir. 129 Nachrichten und schon wieder die nächste. Ich habe es sogar ausgemacht, ne? Ich habe dich rausgenommen aus der Liste. Crazy. Ich habe dich rausgenommen aus der Liste. Aber Lord hat wenigstens einen schönen Startbildschirm bei YouTube. Hab ich? Es ist so merkwürdig. Achso, du meinst mein Thumbnail? Ja? Genau. Ja, habe ich vorhin schnell zusammengebastelt. Was ist das denn hier? Weiß ich nicht. Hier vorne, was hier so steht. Das sind die Blumentöpfe, die ich mitgenommen habe. Achso, das sind die Blumentöpfe. Eco-Topf oder so heißt das, keine Ahnung. Ich dachte, da kann ich Sachen reinpflanzen, aber es ging nicht. Permafood, come on. Okay, das nicht kochen. Also geht das die ganze Zeit bei dir rein? Ja. Was zur Hölle ist denn das für ein Scheiß? Das weiß ich nicht. Nimm mich sonst mal aus deiner Favoritenliste mit raus. Nee, ist jetzt auch nicht schlimm. Weil dann hört er wahrscheinlich rauf. Nö, ist egal. Alles so Koffer haben wir schon gemacht. Oh, Spitzhacke ist kaputt. War geil, dass man noch mit der Hand abbauen kann. Fleisch? Braucht halt Arschlange, aber. Hattest du einen Koffer haben wir schon gemacht gehabt? Ne, kann ich aber machen. Ne, hier oben steht doch einer. Da oben ist der Koffer am Boss. Ich würde mir gerne mal ein Schwert machen. Wer hat denn da eine Kupferspitzhacke drin? Sollte auch rausnehmen. Achso, warte, ich mach das sofort. Ich wollte nochmal dieses Verstärken ausprobieren. Crazy, jetzt hat die noch so einen lila Balken. Ja, Verstärken oder Pink. Ich weiß nicht, ob das lohnt am Anfang. Gut, wenn das keiner hat. Ja, genau, wir sind jetzt gewechselt in Core Keeper. Das andere Spiel von Fun Alien Tail, da haben wir haben alle Erfolge geholt und sind dann direkt raus. Alle Erfolge, 10.000 Gold oder so in der Art hatten wir. Also eigentlich so richtig reingesuchtet einmal. Das ist ja auch nur die Demo oder die Preview. Prolog-Version halt, ne? Ja, Prolog, das ist ein gutes Wort. Genau, das haben wir durchgespielt und dann wollen wir jetzt hier reinschauen. Auch ein richtig, richtig geiles Game, also da werden wir demnächst, glaube ich, öfter reinsuchten. Wärst du eigentlich gerade fleißig hier schon mal zu erweitern? Ich weiß nicht, ich will nur einen Bergbau ein bisschen leveln, deswegen baller ich einfach. Ich kenne mich noch nicht. Das ist gar nicht verkehrt. Nee, mach ruhig. Ich habe nur gefragt, ja. Wer das schon macht hier gerade, deswegen. Mehr war das auch nicht. Ja, ich dachte, ich habe gesagt, es gibt was mit Automatisieren und so, deswegen dachte ich, können wir das hier. Das ist mal halt in Ordnung, weil Platz brauchen wir auf jeden Fall. Ich sag mal, was wir nachher automatisieren, ist eine komplette automatische Anlage für Schmelzen. Ja. Lagersystem habe ich keinen Bock drauf, weil das echt kompliziert ist. Ist das wirklich so kompliziert? Das können wir auch automatisieren. Ja, es gibt kein Lager, was du richtig automatisieren kannst, sondern du musst das mit diesen Komponenten wie OR-Gates, End-Gates machen. Okay. Und Bohren. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Und dann können wir eine Holzfarbe noch machen. Mhm. Und ja. Halt und automatisches Kochen. Crazy. Ja, aber klar, warum halt auch nicht, spannend. Ne? Bis wir so weit sind, dauert das. Warum halt auch nicht?
Aber du sagst schon mal, Lord, dass das auf jeden Fall was für dich ist, ne? So, aber so richtig. Auf jeden Fall. Das ist Pixel-Stil. Ich dachte mir, aber ich dachte mir das schon. Ich dachte mir das wirklich schon. Ich hab's halt bei Flash letztens gesehen, als ich da kurz im Streamer vorbeigeschaut habe. Und da dachte ich mir schon, dass das was für dich ist, wo du schon davon geredet hast. Da hab ich wieder gut eingefädelt. Ja, Flash ist schuld. Ich bin aber nicht falsch. Bin ich. Schäm dich. Es ist doch genauso wie mit Alien Tail zusammen. Ist das halt ein bekloppter Haufen, wo das auch am meisten Spaß bringt. Zusammen ist das ganz nett. Also wie gesagt, da können wir gerne nochmal zu dritt oder zu viert auch gerne reinschauen. Wenn Fabi da Bock hat. Fabi war richtig, ne? Ich bin ja nicht so gut mit Namen. Flash macht das schon. Klar. Wenn Fabi mit mir spielt, ist das easy. Das ist halt immer easy, so. Ja, dann passt das ja, dass wir uns die dann holen. September war das, ne? 5. September? Ja. Dann können wir, dann holen wir nochmal eine Folge. Und ich frage mal am 5. September nach 5 Keys und wenn das funktioniert, nach 4 Keys, wenn das funktioniert, ja, ist gut, aber... Du kannst ja sagen, dass wir das alle dann streamen wollen. Ja, mache ich ja auch. Ist gerade irgendwer in der Base? Wir sind gerade in der Base, ja. Kann mal irgendeiner bitte gucken, die Tierstation. Gibt es irgendwo eine Tierstation? Moment, ich schaue mal kurz. Ich fände das aber cool, wenn man so eine Rolle hätte. Ich bin der Meinung, irgendwo habe ich den auch gelesen. Viehzuchtwerkbank habe ich hier. Genau, die brauchen wir. Fasern brauchen wir, haben wir Fasern. Oh nee. Wir brauchen einmal. Wir haben hier Fasern, alles gut, wir haben. Dann brauche ich nochmal 2 Kupferbahnen und dann baue ich die einmal. Sehr gut. Kommen wir gerade nochmal zurück. So, dann. Ich setze die. Weißt du schon? Warte mal. Nee. Platziert nur beim Glasschneider hin. Das kann man nachher, sobald wir eine große Base gemeinsam haben, kann man das richtig geil sortieren. Wenn du mal herkommst und guckst, wie weit jemand gewisses hier schon gegraben hat. Okay, soll ich dir mal was sagen? Ich stell die mal hier hin. Nee, stell mal unten beim Glas hin, Zitus. Oder ja, oder da, ja, da reicht auch. Hauptsache, wir haben es irgendwo in der Nähe. Deswegen, guck mal, hier haben wir viel Platz und dann wollte ich die einfach da hinstellen. Mach mal hier die Wasserlöcher zu, ne? Die brauchen wir ja wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ja, wir müssen nachher sowieso Wasserlöcher wieder selber graben, wenn wir Farmen bauen. Man kann es halt selber machen, das ist nicht das Problem. Ich wundere, hier steht eine Random-Kiste gleich in der Mitte. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Kann man so Kisten finden auch? Ja, auch. Crazy. Oh, ein Folian. Oh, geil, ich habe auch einen Folian, Stufe 2, nice. Das ist so typisch Flash wieder, ey. Was denn? Ja, dein Loot-Glück, ey. Wieso? Ja, Flash, wenn du nochmal hier Rüstung oder sowas hast oder diese Amulette und was es hier alles gibt, ne? Gerne her damit. Ach ja, Flash. Ja. Gerne teilen. Der Lord hat noch nie Borderlands gespielt, ne? Schäm dich. Echt löschen. Ja, ich mag. Ich mag die Story scheint nice zu sein, aber ich mag diesen Grafikstil. Ich kann das nicht. Meine Augen machen das nicht mit. So schlimm ist das gar nicht. Der Humor ist ja, so geil. Ja, aber dann gucke ich mir lieber Leute an, die das feiern zu zocken, anstatt da selber dann meine Augen sich zu spielen. Dann darfst du uns echt nicht zugucken. Das wird echt. Ihr feiert das nicht. Doch, klar. Doch. Jeden Teil bisher gespielt. Aber weißt du, was das für. Ich habe nicht richtig zugehört gerade. Wie lustig das wieder wird. Weiß ich nicht. Die Lehmhöhlen, Mama. Ich bin ja gespannt, was wir für Charaktere kriegen. Ob Zero und so wieder dabei sind. Ich habe die Lehmhöhlen gefunden, jetzt geht's ab. Aber wann soll das denn kommen, der vierte Teil? 2025. Ein genaues Datum ist noch nicht. Ich könnte gleich wieder sterben. Es war halt Eröffnungstrailer zu Gamescom, ne? Oh, ich hab kein Banner mehr. Zur Gamescom Open Night. Aha, ja. Dann sterb mal. Es war halt, wie gesagt, einfach nur ein Trailer dafür. Oh, Mama, was teile ich mir noch aus dem Body? Nice. Gesundheit, Flash. Eieiei. Ja, ja. Ich kriege ja geistigen Einfall hier. Geistigen Dünnfall, ja. Oh, Talentpunkt verfügbar. Ich liebe ja Skillen in allen möglichen Games, ne? Also ich habe da immer richtig Bock drauf auf Skillen. Und du kriegst nicht nur Fähigkeiten, es wird nachher noch Spezialfähigkeiten geben beim Kämpfen. Kommt dann weiter, wenn wir den ersten Außenboss gemacht haben. Kann man dann mit diesen Spezialfähigkeiten so in Richtung Krieger oder Hexenmeister oder sowas richtig gehen? Nee, oder nee, das sind nur so, ich sag mal, soll ich spoilern, eine Fähigkeit? Ja, eine kannst du sagen. Gut, wenn du den ersten Boss machst, dann kriegst du zum Beispiel, wenn du Text und genug Attack-Speed hast, kannst du Wirbel spawnen zum Beispiel oder Blitze. Das ist dann je nachdem, was für eine Text-Speed du hast. Kriegen wir später kann ich deine Flash spawnen?
Quill spielt eigentlich noch bessere Kisten? Größere? Ja, größere Kisten. Bosse. Bosse. Wenn wir dann so ein, wenn wir dann so einen Boss hier erlegt haben, dann leuchtet die Statue oder was? Oder? Genau, dann hast du so eine Art Trophäe von dem. Die tust du da rein. Ja. Und dann geht's richtig weiter. Können wir uns den ersten Boss nicht schon leisten? Ich meine, keine, noch so keine Chance. Jetzt. Und du hast hier bestimmt keine schon eine, du hast hier auch bestimmt schon eine Tasche gecraftet, ne? Nee. Nein, warum nicht? Weil ich hoffe, dass ich immer noch eine finde. Okay. Weil es kann nämlich Sachen mit dem Bergbecken hin und her schalten. Ja, kann man. Willst du eine Stachelfalle, Holzbrücke? Okay, crazy. Und oh, eine mein Inventar ist voll. Eierbrutkasten. Jetzt habe ich eine Gürteltasche. Mhm. Was mache ich damit? Anlegen. Pack ich hier irgendwo rein? Ah. Größeres Inventar. Hast du wenigstens ein größeres Inventar? Gerne. Aber man kann über 1000 stacken. Das ist ja geil in den Kisten. Tiefes Oberteil habe ich, okay. Ein merkwürdiges Schmuckstück, das für Energie vibriert. Das wollen wir doch mal anlegen. Eisenerz habe ich gefunden, sehr gut. Ja, das können wir nicht anlegen. Schmelze ich das auch mal. Oh, ich brenne. Ein brennender Flash mal wieder unterwegs. Ja, und ich bin schon wieder in vergessenen Ruinen. Ich habe schon das nächste Gebiet erreicht. So steht der Glasofen eigentlich so weit weg. Immer muss man so weit hinlaufen. Tut mir nicht leid. Ja, dachte ich mir. Du warst echt schon so richtig fleißig hier erstmal aushöhlen, ne? Alles. Ja, ich mach das ja die ganze Zeit. Ihr farmt die ganze Zeit irgendwelche Sachen zusammen. Naja, ich bin gerade auch hier oben und mache so ein bisschen. Sag mal, falls ihr noch einen Extra-Slot braucht, nur einen, über der Mülltonne könnt ihr noch eine Sache reinpacken. Die geht nicht automatisch weg. Weil man es selber löschen muss, ne? Mülltonne. Muss immer selber löschen. Ja, brauche ich gerade nicht. Ich habe gerade keine Platzprobleme. Oh, ich habe schon zwei Folianten gefunden, nice. Cool. Jawohl. Gibt es eigentlich auch so Minions, die dann für einen graben, die einem da helfen? Oder gibt es nur so Kampfminions? Nee, gibt nichts. Da braucht man jetzt seine Sklaven wieder. Ja, ne, das ist also so ein paar Sklaven. Was willst du spielen? Nahkampf? Ja. Gut. Nahkampf gehe ich ja sonst eigentlich immer. Nee, warte mal, ich gebe das Lord. Weil Lord ja, außer in hier Minecraft, ne? Da ja, da habe ich Fernkämpfer oben genommen. Nee, dann gebe ich das Lord, weil Lord ausweichen muss, weil der Erika spielt oder beziehungsweise sein Bergbau. Wow. Aber bei Minecraft habe ich halt Waldelf genommen und mit dem Bogen komplett geladen. Dann mit dem Pussybogen, wenn ich das mal so sagen darf. Mit dem Pussybogen, mit dem Legendary-Bogen, ja, okay. Kann Lord? Ich ihn instant killen. Lord? Ja? Wo bist du? Ah. Ich bin hier. Der blaue Punkt. Warte, schenk dir was. Göttliches Brot. Du konntest gerade dashen. Genau, das machst du jetzt in der Inventar. Rechte Seite, das dritte von rechts. Linkfeder. Einfach mal göttliches Brot bekommen. Oh, geil. Geil, ne? Perfekt, danke. Kannst du dauerhaft halten. Du kannst die dauerhaft halten. Nimmt man die Ausrüstung, die man hat, eigentlich mit, wenn man in eine neue Welt gibt? Ja. Geht? Ja. Ja, deswegen war nämlich auch meine Frage, ob das so, also, dass man da mitnehmen kann. Den ganzen Charakter kannst du mit, ich sag mal, du hast jetzt die Welt fertig gemacht und brauchst wieder permanentes Essen oder so, keine Ahnung, damit dein Leben erhöhst oder weiß ich, auch so Spaß ist. Dann kannst du dein ganzes Inventar mitnehmen. Wenn du nochmal so ein permanentes Leben findest, darf ich mir das mal angucken, bevor du es einsammelst? Zu spät, tut mir leid. Die hast du schon wieder alle gefunden auf dieser Map? Ja. Nee, hab schon wieder gegessen. Dieser Typ, ey. Und jetzt gibt's jetzt gar keinen mehr hier. Doch, gibt noch welche. Okay, wenn du noch einen findest, dann sag bitte Bescheid. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Dieser Typ, ey. Ja, ich spiele nachher Full Tank. Ich habe eine Truhe gefunden. Eine verschlossene? Was damit? Ja. Die schätzt du auf meine Base, weil wir dafür Schlüssel brauchen. Okay, dann stelle ich die mal hier zu. Genau, stell mal dazu, wenn wir nachher Schlüssel craften können, perfekt. Da würde ich gerne auch dabei sein, wenn wir die aufmachen. Ist meist so Grundmaterial drin, so. Ja, nur das, ich und meine Sklaven. Wie sieht dein Leben aus, Lord? Das ist voll gerade mein Leben. Hier, nimm mal noch das mit, bitte. Habe ich einen Inventarplatz frei? Dann hast du noch ein bisschen was zu essen. Ah, ich wollte am Essen habe ich die ganze Zeit die Pilze, das geht eigentlich. Ja, aber da hast du ein bisschen. Also, wenn wir craften nachher mit Kochen und sowas, dann kriegst du halt richtig geilen Food. Von mich halt. Ja, zu Anfang reichen eigentlich auch die Pilze erstmal, ne? Ja, ich habe da bisher keine Probleme. Ich habe einfach noch einen zweiten Folianten gefunden. Ich habe drei Stück.
Dann gehst du an die Reparaturwerkbank, legst du in den 6er-Slot rein. Ja. Und dann ist da unten so ein Broken-Symbol, so ein Schwert, dann kriegst du sogar Schrottteile raus. Ah, okay. Ja, ich bräuchte auch mal wieder ein Schrottteil langsam, falls ihr mal irgendwie eins hättet irgendwie. Ja, wenn du noch alte Ausrüstung hast, kannst du das natürlich kaputt machen. Ne, ich habe halt nur die Schaufel, die ich die ganze Zeit nicht benutze. Ja, die will ich behalten. Ah, okay. Aber auch eine Holzschaufel, ne? Ja, genau, habe ich auch noch. Das reicht erstmal. Ja, habe ich auch noch. Ja. Weil die Schaufel nutzt man eh selten. Braucht man die für Sand, oder? Nee, wenn du ein X auf dem Boden findest, dann kannst du es am besten ausgraben. Okay. Hast du nicht zugehört, als er das erzählt hat? Nee. Ja, das ist so viel Input jetzt gerade für mich. Dann nehme ich nicht alles auf. Hier, Lord. Guck mal, ich habe dir da was hingeworfen. Was ist das? Oh, geil, danke. Gerne. Ist perfekt. Jetzt habe ich eine Reparationswerkbank schon. Geil, geil. Schlabbersnack habe ich gefunden. Was zur Hölle, ey. Labersnack? Ja, pass auf. Schlabbersnack. Ja, den behältst du. Okay. Es gibt nachher Pets. Ich habe es gelesen. Ich habe es gelesen. Und es gibt Pets, die sind teilweise echt OP. Das ist für die Pets, das habe ich gelesen. Dann mache ich die anderen Folianten mal weg. Ich dachte, mein Kupfer hier gerade. Ich habe Fasern und Schrottteile erhalten. Oh, Lord, ich habe eine Hose, ich habe die Beine für dich, für dein Oberteil. Oh, da freue ich mich drauf. Gerne her damit. Mach dich schnackig. Wie bitte? Ich hab ein Zinn jetzt gerade mal gefunden. Habe ich eine Reparationswerk gepunkt. Zinn habe ich schon ein bisschen mehr auch durchgebrannt vorhin. Hast du gepunkt? Reingepunkt? Reingepunkt. Okay. Ja, genau. Ich punke immer. Punkt dir etwa nicht? Punkt the game. Aber schon nervig mit diesen kleinen Kisten, ne? Also. Wiesenmilch. Plus 23,5% Rüstung für eine Minute. Die Hexendoktor Jeans liegt mit Absicht in einem Table drin. Okay. Ich habe einfach einen Stab gefunden. Er verbraucht halt Mana, ne? Hier Fasern. Fasern haben wir doch schon, oder nicht? Will jemand den haben, den Stab? Nö. Was ist an welche Stufe? 2. Das klingt interessant. Ja. Ich hab den erstmal hier in die eine Kiste reingetan. Und die hier über mir. Okay, guck ich gleich mal. Hat er sich schon Eisen-Kupferrüstung gebaut? Klar. Ja, wenn man was, wenn wir es haben, ne? Ah, soll in irgendeiner Kiste drin liegen. Hier unter mir. Unter mir ist der Stab. Riole. Okay, einfacher Stab. Mana kosten 12. Wo sehe ich mein Mana-Level? Wenn du ausgerüstet hast. Blaue Leiste, sobald du ausgerüstet hast. Ja. So. Leuchttulpensamen brauche ich nicht. Das machen wir mal dahin. Das kann ich wegpacken. Machen wir mal so. Das packe ich weg. Erzbeere, was ist das denn? Kannst du zusammenköpfen, das normale Sachen. Gekocht werden. Erdbeeren-Samen, Bomb-Paprika, Holz habe ich noch ein bisschen. Ja. Ja, okay, okay. Sollte ich mal unbedingt gleich mal... Crazy! Was solltest du machen? Kupferspitzhacke, ich habe immer noch Holz. Immer noch? Warum? Ja, klar. Dann kannst du damit durchlaufen. Ja. Gibt es auch noch stärkere Fackeln irgendwann, oder ist das schon das Maximale? Ich habe zum Beispiel jetzt in meinem... Im zweiten Slot habe ich eine Laterne zum Beispiel. Gibt nachher einen Rucksack, der hat sogar eine extra Laterne. Weiter dein Punkt. Effiziente Ausgrabung habe ich jetzt gemaxt. Dann gehe ich jetzt wohl langsam mal Richtung Baum, restlicher Skillbaum hier. Höhlenbeutel habe ich gefunden. Okay. Aber der schlechte Alter. Alter, was ist das denn? Naja, plus 2,9% Bewegungsgeschwindigkeit hat das Ding sogar. Cool. Leg ich den an. Gehen wir schon da drauf? So. Soll ich eigentlich schon mal einfach mal nur machen, oder? Mach einfach. Alles gut. Außer. Ja, du bist wahrscheinlich gleich hier Full Level, bevor wir überhaupt. Außer Lord hat was dagegen. Gesehen haben. Ja, weiß ich nicht. Also, wenn wir dann den ersten Boss langsam machen können, dann habe ich nichts dagegen. Also, wenn wir alle Ausrüstung haben, dann ja. Ja, dann bringen wir mal was mit. Will ich ja gerne. Bitte.
So, 10 Kupfer, dann brauchen wir brauchen jetzt 10 Kupfer, 5 Eisen, 15 Kupferbarren und 5 Eisenbarren. Mhm. So, einmal leveln. Der Kupferbarren, ich habe gerade noch 16 Kupfer geholt. Baller ich mal in den Ofen rein. Ah, den Folianten lohnt sich nicht für dich, Centus. Wenn du die das hier nicht? Ja, no, ich weiß. Oh lol, falsche Dinger. Ich zerstöre den. Ich nutze den eh nicht. Deswegen, ach, komm weg damit. Vor allem, wenn ich eh auf Nahkampf gehe, ist das auch völlig egal. Weil wir haben jetzt hier, ich habe jetzt euch noch Werkbanking gebaut. Einmal eine Elektronikwerkbank, die erste, und die Gleiswerkbank. Okay, sehr schön. Und dann brauchen wir einen Generator und eine Tischsäge. Lol, wieso habt ihr schon so Kupferzeug? Wie macht man das? Wir brauchen hier oben genug Kupfer. Kupferhelm? Kupfer und dann gehst du oben an den Amboss. Ah, okay. Ja, ich mache mir mal nur einen Helm, glaube ich. Hat man immer unendlich? Weil ich habe ja diese Hexerrüstung. Genau. Was schießt man eigentlich mit dem Bogen? Keine Ahnung. Schießt, glaube ich, einfach nur dauerhaft. Du hast ja keine Pfeile. Okay. So, alle ausgerüstet? Mhm. Ja. Der hat mir ich habe meine Hexerrüstung halt an, aber... Der hat mir gerade die primitive Kappe hingeschmissen. Ja, was habt ihr hingeschmissen? Achso, ja, die habe ich da... Die spawnt die nicht? Nein, die bleibt zerstört sie. Aber das hat er bei mir in Minecraft auch gemacht. Seinen ganzen Schrott immer mir zugeworfen. Ja, der Müll kommt zum Müll. Fresse. So, wir bräuchten jetzt noch ein Eisen, dann wäre das geil. Haben wir noch irgendwo? Ich habe kein Eisen. Shit. Egal, ab zum Boss. Ladies and Gentlemen. Vorsicht. Das macht ja auch nicht also, viel, ne? Komm ran, alle ran hier. Ja, Leute, komm her. Und jetzt alle. Tschüss. Soll ich schon mal, warte, soll ich mal meine Dinger spawnen, bevor wir durch sind? Warte, ich spawn mal meine Dinger kurz. Ihr seid schon drin. Natürlich. Waffe mache ich mit, also den Stab mit links oder rechtsklick? Linksklick. Linksklick, okay. Hm. Ja, mega geil. Aber da ist halt Slow drauf, ne? Guck, dass ich mal zwischen noch mal. Ich mach schon mal ein paar Fackeln hin. Mach mal. Der ist auch wieder zu nah an der Base. Ja. Aber der zerstört halt übrigens auch Wände, deswegen müssen wir aufpassen, dass er nicht immer in unsere Richtung springt. Er sagte das doch. Aber zu dritt geht das ja easy, Alter. Na, warte mal ab. Warte mal ab, gleich bei Half-Life. Quatsch, zu dritt geht das easy. Ich muss erstmal kurz was. Mach mal. Na gut, dass ich das Dashen habe. Ja, mein Reden. Oh, ich habe keine Fackeln mehr. Wo sind die hin? Ja gut, ich kann gerade kein Licht setzen. Hier in der Ecke gerne Licht. Oh, geil, danke. Und bin tot. Mach mal dieses Kleinkram hier weg, ich weiß nicht, was ich hab grad nicht auf mein Leben geachtet. Ich habe auch irgendwie auf deinen geguckt, anstatt auf meinen, ne? Ja. Naja, passiert. Oh. Wird einfach passieren. Ich muss mich dran gewöhnen, erstmal. Jetzt, Leute, jetzt wird's spaßig. Ja. Ich baue mal meine Viecher hier wieder. Oh, der wird deutlich schneller, ja. Ja, klar. Oh, ja, ja, ja. Lurch, die abscheuliche Masse heißt es übrigens. Aber macht es gut, bevor es keiner, bevor es Eier legt. Damit keiner Eier legt, das wollte ich sagen. Lurch, die abscheuliche Masse bezwingen. Warum, geil, warum habe ich trotzdem Erfolg bekommen? Obwohl ich das schon mal gemacht habe. Waldläuferhose, Halbmondring. Da ist schon mal eine Lehrlingsding, die würde ich nehmen. Die Lehrlingskappe. Schleimöl. Max Gesundheit hat jetzt jemand gesnackt. Sonderbonbon. Ja. Darf ich das mal durchlesen, bitte noch? Flash nimmt sich gerade alles raus. Ja, Flash, lass mal kurz dringend. Ich will mal ein paar Sachen durchlesen. Füttere dies an dein Haustier, um deine Erfahrung um 500 zu erhöhen. Und das gönnst du dir? Ja. Du hast eh kein Haustier. Ja, hast du eins? Ich habe ein Ei in der Tasche den ganzen Tag. Ich muss Sorry. Müsst das Auge, nimm mal das Auge mit. Was war dieses andere, was hier oben links in der Ecke lag? Dieses Amulett? Achso, das ist das Amulett. Warte ich ja nochmal. Hey, 15 Max Gesundheit. Das hat er sich direkt gesnackt, ja.
Ich habe mir mal einen Ring gesnackt mit 14 Max Mana, da ich viel Mana brauche. So, soll ich den Rest jetzt mitnehmen, oder? Ja, gönn dir. Ich nehme mich nicht aus. Kann man diesen Schleim auf dem Boden auch irgendwie wegmachen? Ja, mit einer Schaufel. So, jetzt haben wir eine große Truhe. Yay. Amen, rechtsklick dann. So, Kinders, ab nach Hause. Wir werden das erste Ding opfern. Wer ist der mit dem Rauschebart hier jetzt? Das ist unser erster NPC. Den werden wir gleich einen Raum zur Verfügung stellen. Ah, okay.